und dann geht's direkt ab. Historisches Amdam-Tor. Amdam-Tor. Let's go. Ich weiß nicht, ob das hier so geil ist, ne? Ist die Frage, wo hätte ich gerne am liebsten? Kann man den Leichtentrupp und den Raidtrupp irgendwie umbauen? Also die Leiste? Komm doch bitte hier rein. Ey, überleg mal, wie lange diese Inni hierher ist. Wann wir die hier gespielt haben. Das ist echt übel, oder? Ist auf jeden Fall schon eine ganze Zeit her. Wann haben wir angefangen? Im Mai. So, bleibt der jetzt hier oder geht er weiter? Und jump. Moin moin! Moin Chrom! Also ist schon, wir haben schon ein bisschen performt, ja, seit Mai. Mai haben wir wieder mit Final Fantasy angefangen. Und seit Mai ist doch schon einiges passiert, muss man sagen, ne? Da müssen wir so ein Recap machen, was wir alles gemacht haben in der Zeit. Das war schon einiges. Danke für den Follow, mein Guter. Oben gibt es auch irgendwas, was wir für die Gilde machen können. Fehlt dir irgendwas? Modriger Knall, 0. Okay. Also in den Instanzen hier zu heilen ist tatsächlich noch einfach. Ist er hier 80 mal vergiftet. Okay, wenn das so oft oder wenn er so viele Mods pullt, dann geht's natürlich. Dann geht's auch vorwärts, ne? Also das ist schon. Das war schon ein guter Pull. Ja, also die Levelphase kann ich absolut nachvollziehen, ne? Ist halt auch ein hässliches Monster, ne? Holy shit, ist das hässlich. Ist halt einfach ein Mund im Bauch. Oder? Das kann ich halt doppelt beißen. Also wenn irgendwas ist, schreibt's gerne. Wir wollen ja jetzt einiges versuchen umzustellen. Oh, da ist schon einiges geplant auf jeden Fall. No. Das hat mich wirklich gefressen, ne?
Okay, Medica brauche ich hier in dieser Innie am häufigsten anscheinend. So, ich hatte überlegt, als nächsten einen Schwarzmagier hochzuspielen. Das wird, denke ich, das sein, was ich auch als nächstes tun werde. Weil Weißmagier macht nicht so viel Sinn, wenn man schon einen Heiler hat. Dann mache ich halt noch einen Heiler. Ich weiß nicht, ob es clever ist. Vom Leveling bestimmt. Also den Weißmagier werde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Aber, keine Ahnung. Bin ich jetzt wieder ein bisschen weiter weg von. Aber Schwarzmagier habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Also den Traumaturg werden wir auf jeden Fall als nächstes machen. Erst die Story und dann gibt es Traumaturg Action. Dann versuchen wir den so schnell hochzuleveln wie nur möglich. Also zumindest einen DD haben, vielleicht machen wir dann auch noch einen Tank. Ich denke, das wäre clever, oder? So einen Tank. Ein DD. Und ein Heiler. Zumindest für den Anfang. So, irgendwie vor so. Also, das kommt dann natürlich alles erst nächstes Jahr irgendwann, wenn die Story von Endbringer durch ist. Dann werden wir versuchen, so Monate zu machen mit verschiedenen Klassen. Keine Ahnung, dann machen wir Dunkelritter im März und Weißmagier im April und so weiter und so weiter. Wir haben auch ganz viel Content, den wir hochspielen sollen. Also uns wird auf jeden Fall nicht langweilig, ja? Das will ich damit sagen. Hallo? Er hat aber 50 Millionen Mal vergiftet. Ich habe jetzt schon angefangen, dienstags und donnerstags ein anderes Spiel zu machen, und zwar Genshin Impact. Ja, das wird auf jeden Fall beibehalten bleiben. Dann habe ich nämlich Slots für andere Spiele. Und gerade bei Genshin Impact haben wir auch einiges zu tun. Von daher wird das jetzt auch erstmal bleiben, denke ich. Bis irgendwann ein anderes Spiel kommt. Lost Ark kommt irgendwann raus. Diablo 6 soll irgendwann rauskommen. Also wir haben auf jeden Fall. Es wird nicht langweilig auf dem Kanal. Wir werden fortlaufend streamen können. Das wird mich freuen, Chrome. Das wird mich freuen. Hab noch einen schönen. Was haben wir denn heute? Oh, wir haben Freitag, ne? Hab einen schönen Freitag, mein Guter. Ja, am Tag ist schon wieder Freitag, ne? Also wie schnell diese Wochen rumgehen, ist abartig aktuell. Die rasen einfach an mir vorbei. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Wen heile ich denn da die ganze Zeit? Habe ich die ganze Zeit nicht geheilt? Auch mal nicht verkehrt, ne?
Los, rein da. Bis später. Ciao, ciao. Ah, das ganze Gear brauche ich halt nicht, ne? Da können die sich irgendwie drum kümmern. Das ist noch so schön entspannt. Bataille, passen. Also wirklich geiles Gear kriegt man ja aus den 50ern da so nicht mehr, oder? Dass man jetzt irgendwas verpassen könnte, wenn man die ganzen Innis nochmal macht. Was auf jeden Fall auch extrem interessant werden wird, ist bestimmte Dinge zu farmen. Da weiß ich nicht, ob ich das morgens machen kann. Das ist halt mein Hauptproblem, ne? Wenn die Hauptstory rum ist. Ich meine, wir kriegen ja im November schon wieder neue Hauptstory. Aber das wird schwierig. Also gerade morgens so Instanzen und so. Das wird sportlich. Oder Raids. Raids sind morgens eigentlich echt fast unmöglich. Da müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Aber das sehen wir. Bis wir da sind, haben wir noch viel Story vor uns. Wir machen jetzt erstmal Shadowbringers zu Ende. Und dann gehen wir in den Late Content. Und dann gucken wir mal, wie wir da irgendwie klarkommen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh. Viel Schaden. So, hat der Zauber jetzt gerade die Golden oder nicht? Also ich finde den Gelehrten als Heiler schon ziemlich geil, ne? Das ist... Jetzt hat irgendwas. Also... Der Gelehrte hat die Fee. Ich habe gelesen halt, der Weißmagier hat halt nichts anderes, aber er heilt dafür stärker. Aber der Weißmagier ist halt auch immobiler. Ich finde halt die Idee, dass du einen Heiler hast, der Schaden abwenden kann, irgendwie cooler wie ein Heiler, der nur heilt, wenn Schaden da ist. Aber, wie gesagt, ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich bin noch sehr gespannt. Ich bin noch sehr gespannt drauf, was passiert, wenn wir ihn spielen. Ist mir egal. Knall einfach drauf. Wir müssen aufpassen, wann die reingehen. Weil dann muss ich auch reingehen. Ist es da egal, in welches Tor ich gehe?
Gott. Okay, hat noch funktioniert alles. No, I'm sleeping. Das war knapp. Das war knapp.